Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Wir kommen immer weiter. Immer tiefer irgendwie in die Geheimnisse dieser ägyptischen, mythologischen Welt. Und auch hier lässt sich anscheinend wieder etwas machen. Wir treten echt von Raum zu Raum. Und überall gibt es was zu tun. Jetzt soll ich einfach nur ins Wasser? Dann spreng ich. Mit einem schönen Sprung. Hab's sogar geschafft. Hier sehen wir ganz tolle Statuen. Ganz tolle Anubis-Statuen. Und aber auch von diesem Adler. Kopf irgendwie. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Das hier ist auf jeden Fall Anubis. Ich weiß nicht, was jetzt zu tun ist. Aber ich glaube, wir müssen hier das Wasser ablassen. Kann ich denn hier irgendwie ranhängen? Kann ich da was machen? Ja, also wenn wir hier das Wasser ablassen, dann sieht man ja schon, dass man hier später überall klettern kann. Ich weiß nur noch nicht wo. Und die Frage ist natürlich immer, bevor ich hier ersaufe, muss ich mal raus. Die Frage ist natürlich auch, wo sind hier Artefakte, die ich nur kriege, wenn das Wasser noch drinne ist. Sowas passiert nämlich auch gerne mal. Ich guck gerade, was ist, ob ich hier irgendwas sehe im Wasser, damit ich das später nicht holen muss. Ob ich irgendwas leuchten sehe. Ich bin auch froh, dass es hier keine Tiere gerade gibt, die mich angreifen. Hier gibt es was. Hier kann ich was anschießen. Da unten habe ich keine Ahnung gerade. Ich muss wieder nach oben Luft holen. Da oben ist der Himmel, die Freiheit. Und wir hängen hier im kalten Wasser und müssen irgendwelche Geheimnisse lüften. Vielleicht einfach mal in die Mitte schwimmen. Nach ganz unten. Boah, der Druck müsste doch so hoch sein hier. So hoch. Da ist ein Hebel. Den ziehen wir mal. Mal gucken, was passiert. Sieht so geil aus, finde ich. So cool. So, dann hol mal Luft. Da ist unsere Kugel. Hey, Kugel. Oh. Schwimmen wir jetzt hier aber auch Monster oder was? Nee, anscheinend nur ein paar Fische oder so. Ist ja interessant. Ist ja interessant. Gut. Ich sehe jetzt hier eigentlich gerade nichts. Vielleicht spielt es auch keine Rolle, auf welcher Seite man überhaupt anfängt. Ich weiß es nicht. Ich denke immer, der Hebel da hinten ist ein Krokodil, was da so langsam aus der Entfernung kommt. Aber ich glaube, da täusche ich mich. Das ist nur der Hebel. Und nur hier kann man hoch. Also springen wir hoch. Klettern wir uns empor. Hier können wir auch rum. Wir können sogar hier so weit rum. Aber hier ist es dann auch zu Ende. Da kann man nichts mehr machen. Na gut. Nein. Das ist nicht so gut. Okay, das... Ach, immer diese Hebel, die sich wieder zurückziehen. Das ist immer echt ein bisschen nervig. Da muss man immer so schnell sein. Manchmal will ich immer noch warten und mir den Weg angucken, aber naja. Kommt man da nicht? Jetzt hat sie auch gleich wieder Energie verloren. Übertreibt mal nicht. Ich wollte doch nur hier hoch. Kann man das nicht schaffen? Anscheinend nicht.
Hier gibt's einen Mauerlauf. Oh. Hey. Kein Problem. Kein Ding. Nein, 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 nein. Oh. Kannst du dann bitte einfach mal rückwärts und dich dann da... So, ich werde jetzt hier ein Medipack nach dem anderen verballern, weil ich nicht hinter mich springen kann. Das ist so blöd. Ja, was soll ich denn machen? Das ist so beknackt. Nee. Oh, ist das schön, ja. Da gehen die Medipacks hin. Nee. Leck mich doch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nee, sie kann es auch einfach nicht. Ich check's auch gerade nicht. Kannst du hier irgendwas anderes machen? Das soll doch bestimmt da. Das ist doch dafür vorgesehen, oder nicht? Oder spinne ich? Jetzt! Oh mein Gott! Manche Sprünge sind einfach so einfach und so schwer. Zugleich. Was flackert denn da so? Ja, das ist zu hoch. Dann lass mal los. Ich geh hier hin. Gibt's irgendwie was zu tun? Hoffentlich nehme ich auch die normalen. Wie ist jetzt hier der Trick? Was muss passieren? Ich weiß gerade nicht, was hier passieren soll. Ob das Ding hier oben dann aufgeht, wenn ich die richtige Kombination habe. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich immer an einer bestimmten Stelle so zurechtschiebt. Wenn wir die einfach mal nach unten machen. Und die nach oben. Was ist dann? Nö. Der dahin. Die alle mal so in die Mitte. Schrägen. Auch nicht. Hm. Alle nach oben. Auch nicht. Menno, wann tut sich hier denn mal was? Geht dann hier das Gitter auf oder was ist eigentlich mein Ziel? Ich weiß gar nicht, was ich hier will. Also irgendwas muss ich ja wohl tun hier. Oh, ich bin so blöd, ne? Ich schalte hier und schieß wie wild rum und auf dem Boden ist die Lösung. Hey, manchmal habe ich auch nur Stroh im Kopf. Echt. Ich weiß gar nicht, was ich von mir denken würde, wenn ich
so ein Let's Play sehen würde, ich würde, glaube ich, in den Monitor schreien. Mach, guck doch auf den Boden. Da sind doch die Bilder. Jetzt füllt sich das hier wieder mit Wasser. Was soll das denn? Erst ja, dann nee. Erst soll Wasser, dann doch nicht. Moment mal. Da ist ja oben das frei. Aha. Ist ja interessant. Ich bin auf den Händen. Ja, ich kletter hier mal weiter so, ne? Beachte weiter irgendwie nicht die Signale. So wie man es halt tun soll. Genau. Fahren Sie da irgendwie hin? Nee, es ist alles viel zu hoch. Was? Kann ich jetzt hier von Arm zu Arm springen? Oder? Hm. Was habe ich denn jetzt erreicht, dass das hier wieder unter Wasser ist? Ah. Dass ich jetzt hier einen höher bin. Und wie komme ich da hin? Wie komme ich da rauf? Wieder über den Weg hier oder anders? Oder wie oder was? Ah. Okay. Ja, aber bin ich ja da, wo ich vorher war. Das ist ja... Hm. Also ich glaube nicht, dass sie da rüberspringen kann. Das... Hm. Und das hier... Ach so, jetzt kann sie da gar nicht mehr hochklettern. Ach so. Ich soll da, glaube ich, an die Kiste rankommen. Sonst würde die mir nicht angezeigt werden. Aber... Ich verstehe es noch nicht so ganz. Kann ich hier ziehen? Nee. Und ich muss von oben runterkommen, weil von hier kommt sie nicht ran. Oder so. Kann natürlich auch wieder Wasser ablassen, aber wozu soll das gut sein? Ich glaube, dass das Wasser vielleicht sogar auch zur Sicherheit oder so dient. Hier haben wir den Haken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt Wasser wieder reinlassen und dann wieder ablassen sollen. Immer hin und her, das wäre ja auch Quatsch. Hier sollen wir wieder immer nach oben kommen können. Warum kann ich die Skarabäen hier eigentlich wieder immer noch benutzen? Das doch, brauche ich doch nicht mehr. Komme ich vielleicht von hier auf die andere Seite rüber? So. Ja, tue ich sogar. Alles klar. Und hier kann ich wieder welche machen. Ist hier wieder irgendwie eine Hilfe oder so? Ja, lass dich mal runter. Kannst du die Kiste runterschmeißen? Dann haben wir die unten. Nee? Wozu ist sie denn da? Mach mal. Genau. Unten ist die Kiste. Dann lassen wir wieder Wasser ab und so. Hey, ich könnte das natürlich auch so machen. Oben, links... Nee, warte mal. Oben, links, rechts, unten. So. Oben... Links, rechts, unten. Wenn wir schon mal hier sind. Es fühlt sich noch mehr Wasser. Eigentlich soll ich Wasser ablassen, oder? Oh. Oh. Ich glaube, jetzt ist es wieder ganz voll, so wie am Anfang. Hm. Tja,
Da wir die Kiste jetzt unten haben, glaube ich eher, dass wir Wasser ablassen sollen. Aber immerhin, der Hebel ist frei. Das ist ja ein lustiges Wasser rein- und rauslassen, wie in einer riesig großen Badewanne. Ja, das ist ja lustig hier. So, wo ist jetzt die Kiste? Und wo ist dieser riesige Gulli, mit dem wir das Wasser ablassen? Man weiß es nicht. Jedenfalls haben wir hier unsere Kiste. Das ist ja interessant. Können wir die Kiste noch mehr ins Wasser lassen oder wäre das Quatschi? Nee, die Kiste brauchen wir, um an den Haken zu kommen. Moment mal. Ich hasse Kisten und Kugeln schieben in diesem Spiel, denn ich finde das nicht so gut immer. Nicht so leicht. Es sieht zwar toll aus, aber ja, das war's auch schon. Das funktioniert nicht. Da komme ich niemals ran. Die Kiste ist gar nicht hoch genug. Da kann man sich also nur von da so dann rüberklettern und so Äffchen spielen, aber sie könnte dann die Kiste für hier benutzen, um dann da, wo das Gitter ist, vielleicht hochzukommen. Dafür ist es vielleicht gut. So. Und dann käme man hier ran. Aber wozu? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Check ich nicht. Gibt es hier sonst noch was zu tun? Wozu ist denn die Kiste sonst gut? Und nö, jetzt nicht wieder diese Sprungstelle hier. Immer am besten gleich ein Medipack. Ich weiß ja nicht mal, ob ich hier überhaupt wieder hin will. Das ist ja auch irgendwie voll der Unsinn. Das ist ja voll doof eigentlich. Noch mehr Wasser ablassen kann man aber, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob die Kiste. Also ich meine, es ist ja schön, dass man hier stehen kann, ja? Aber ich glaube, das Gitter geht gar nicht weg. Das heißt, die Kiste könnte ins Wasser. Und wenn wir dann nochmal Wasser halt an- und ablassen und immer so schön hin und her und so, vielleicht kriegen wir die Kiste dann irgendwann auf die ganz andere Seite. Oder so. Ich weiß es nicht. Wenn man diese Kiste hier reinschmeißen kann, dann ist sie vielleicht auch da gut. Kann die schwimmen? Nö, die landet unten. War das jetzt schlau oder war das total doof? Tja. Wir werden es wohl nochmal herausfinden müssen, indem wir nochmal hier rumklettern. Kann sie da rüberspringen? Nein, kann sie nicht. Kann sie nicht. Probieren geht über Studieren. Noch haben wir ja ein paar Medipacks, die wir verplempern können. Aber eigentlich will ich das nicht. Also eigentlich finde ich das nicht in Ordnung, dass ich diesen einen Sprung da hinten immer nicht schaffe. Ich habe schon immer ein bisschen Schiss, hier die Leiter hochzuklettern. Nur weil ich weiß, dass ich das hier nicht schaffe. Hier, diese Stelle. Da, ich weiß auch nicht, wie ich das gerade eben gemacht habe.
Das finde ich echt gemein. Echt gemein. Und jetzt bin ich wieder ins Wasser gefallen und muss nochmal hochklettern. Scheiße. Ich finde das kacke. Meine Medipacks gehen mir flöten. Und das nur wegen diesem Sprung. Das ist doch kacke. Ich könnte natürlich auch immer wieder neu laden, aber irgendwie... Dann müsste ich mich jedes Mal ertränken, damit sie stirbt oder so. Und hier hoch kann sie nicht einfach, dann wäre ich ja auch da, wo ich eigentlich hin will. Warum muss ich diesen umständlichen Weg überhaupt machen? Hey. Sie ist... Was soll ich denn machen? Irgendwie... Gott sei Dank, Gott sei Dank. So, jetzt lasse ich wieder Wasser rein, oder? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen kompliziert hier, finde ich. Machen wir das alles jetzt wegen dieser Kiste? Also, was ist so der Sinn und Zweck hier? Weiß es noch nicht. Nein! Wo ist die Kiste jetzt eigentlich? Ach, die steht da immer noch unten. Die schwimmt also gar nicht mit nach oben. Dann habe ich das doch versaut, oder nicht? Also, ich meine... Oder was? Gott. Nee, das kann nicht richtig sein. Das Wasser müsste halt eigentlich noch weiter runter. So weit runter, dass die Kugel und alles und überhaupt und... Dass die Kiste jetzt hier unten ist, macht mir ein bisschen Angst, weil... Weiß ich nicht, habe ich das dadurch versaut? Sollte die eigentlich hier sein? Ich weiß es nicht, ich check's nicht. Ich muss doch hier noch irgendwie noch weiter klettern können. Super. Geil geklappt, echt. Was mache ich hier eigentlich? Ich werde jetzt mal einmal sterben. Wir sehen uns im nächsten Part, weil dann beginne ich ab dem letzten Kontrollpunkt. Keine Ahnung, wie viel Medipacks ich dann habe. Und ich verballer ja hier ohne Ende gerade welche. Und das nervt mich. Vor allem, weil ich nicht weiß, was ich hier eigentlich gerade machen soll. Also ich kann zwar nochmal auf diese Beinseite rüber, aber... Was ich natürlich noch nicht ausprobiert habe, ist... dahin kommen, wenn das Wasser nicht mehr drin ist, glaube ich. Aber das werde ich im nächsten Part machen, weil das hier so kompliziert ist, dass es echt gerade ein bisschen Zeit gefressen hat. Das ist halt leider so. Wo kommt das hier schon wieder? Ich liebe das. Ja, das ist eine tolle Stelle. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.